meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Kölnmesse auch noch mal ganz herzlich hier begrüßen. Es freut mich, dass Sie so zahlreich aus 15 Ländern hier zu unserer Pressekonferenz gekommen sind und dass Sie sich aus erster Hand über die neuesten Trends und Entwicklungen der Spoga GAFA informieren wollen und wie Sie jetzt auch an der umfangreichen Vorstellung der Herren, die Ihnen als Fachleuten zu den einzelnen Themen zur Verfügung stehen, festgestellt haben, haben wir da ein sehr umfangreiches Programm wieder, das wir Ihnen im September bieten wollen. Ich hoffe, Sie hatten Ihre Einstimmung in den botanischen Gärten hier in Bonn schon genossen. Es war, wie ich gehört habe, schon sehr warm. Es ist auch jetzt noch draußen sehr warm. Leider haben wir dann pünktlich zum Wochenende, wie ich eben erfahren habe, die Eisheiligen vor uns. Aber nichtsdestotrotz ist die Gartensaison jetzt schon voll im Gang. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Vorbereitung des wichtigsten internationalen Branchentreffs für die Garten- und Freizeitbranche, die Spoga GAFA. Wir sind stolz, dass wir wieder Full House ankündigen können. Wir hatten ja einen Turnuswechsel vorgenommen und wir belegen wieder im jährlichen Turnus das gesamte Messegelände, abgesehen von der Halle 4. In der Halle 4 haben wir wie gewohnt parallel die Spoga Horse, die Herbstveranstaltungen parallel belegt. Wir erwarten rund 2000 Aussteller aus 52 Ländern, darunter zahlreiche internationale Marktführer. Sie alle zeigen eine große Vielfalt von Produkten für das Anlegen und das Pflegen von Gärten, genauso wie für das Leben im Garten, das ja immer stärker im Trend auch des Wohnens ist. Wir werden also in Köln vom 2. bis 4. September wieder einmal zum globalen Treffpunkt für die Garten- und Freizeitbranche. Es freut uns natürlich, dass die Spoga GAFA einen umfassenden Überblick über die weltweite Branche bietet. Wie gewohnt präsentieren wir uns rund sehr, sehr international. Wir haben 80% der Aussteller, die kommen, sind aus dem Ausland. Und wir sind damit, man kann es mit Stolz sagen, mit dem breit gefächerten und internationalen Angebot die größte Veranstaltung, die weltweit zu diesem Thema sich platziert. Und das lockt natürlich wichtige Entscheider aus dem Fach Einzelhandel, aus den Einkaufskooperationen und den internationalen Handelskonzernen zur Spoga GAFA. Im letzten Jahr hatten wir knapp 60% der Fachbesucher aus dem Ausland und damit positionieren wir uns weltweit als die wichtigste Veranstaltung für die grüne Branche, wo in konzentrierter Form Geschäfte auf Weltmarktniveau ermöglicht werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben vor 2 Jahren auch mit dem Turnuswechsel eine neue Segmentierung der Veranstaltung vorgenommen. Wir wollten damit auch eine deutlichere Übersichtlichkeit der Veranstaltung erzielen, indem wir die Segmente unterteilt haben in die Themencluster Garden Creation, Garden Living, Garden Care, Garden Basic und Garden Unique. Mit diesen Strukturen wollten wir eine klare Orientierung für das Wiederfinden auf dem Messegelände anbieten und damit auch den Strukturen des Einzelhandels und des Handels wieder weiter folgen. Das hat sich eindeutig bewährt und deswegen haben wir das auch für diese Veranstaltung weitergeführt. Wir haben aber, deswegen gehe ich auch noch mal kurz auf die Hallenbelegung ein, weil wir aufgrund der Belegung und des Druck der Belegungs noch mal eine leichte Veränderung in den einzelnen Themenbereichen vorgenommen haben. Kommen wir zu dem Bereich der Garden Creation. Das ist das Thema der Pflanzen, Wassertechnik, Gartenhäuser, Beleuchtung und Handwerkzeugen. Die belegen rund 23.000 Bruttoquadratmeter in den Hallen 8 und 9. Dann haben wir den Bereich des Garden Care. Dort finden Sie Produkte wie Motorgeräte, Gartenwerkzeuge, Gartenerden und Düngemittel auf rund 26.000 Quadratmetern in den Hallen 6 und 7. Und für uns besonders erfreulich ist, dass wir in dem Bereich Garden Care auch MTD Wolfgarten wieder für uns gewinnen konnten, die sich mit ihr auf der Messe präsentieren. Und das unterstreicht nochmal die Bedeutung der Spoga GAFA auch als die international führende Gartenmesse. Sämtliche Produkte aus dem Discount-Segment sind in dem Bereich Garden Basic in Halle 11.3 auf rund 17.000 Bruttoquadratmetern zu verzeichnen. Und der Bereich Garden Living belegt wie gewohnt die meisten Hallen, schon allein deshalb, weil wie mit rund 700 Unternehmen traditionell die größte Warengruppe ist, die den Bereich der Gartenmöbel umfasst.
Insgesamt unterteilt sich der Bereich im Garden Living nochmal folgendermaßen. In den Hallen 9 und 10 haben wir auf rund 30.000 Bruttoquadratmetern den Bereich der Dekorationen in Accessories. Alles rund um den Bereich Grill und Barbecue ist auf rund 14.000 Quadratmetern in der Halle 5.1 zu finden. Produkte für den Sport und das Spiel sowie Camping-Freizeit auf rund 13.000 Quadratmetern in der Halle 5.2, sodass diese Themengebiete auch sehr nah beieinander sind. Outdoor-Möbel, der größte Bereich, gibt es auf rund 62.000 Bruttoquadratmetern in den Hallen 1, 2.1, 3, 11.1, 11.2 zu sehen. Und das ist schon fast eine Zahlenaufzählung von den Hallenbereichen. Und dann, meine Damen und Herren, haben wir im letzten Jahr nochmal mit dem Thema Garden Unique ein neues Format für den exklusiven Outdoor-Design eingeführt. Mit dem Ziel, dass wir den Top-Marken in dem Gartenmöbelsegment nochmal eine adäquate Plattform bieten können, die auf der Besucherseite, insbesondere Architekten, den gehobenen Möbelhandel, die Einrichter im Objektbereich und auch die Designer anzusprechen. Das Konzept, das wir dort eingeführt haben, hat überzeugt. Wir freuen uns deshalb sehr, dass nicht nur fast alle Premium-Hersteller aus dem Vorjahr erneut vertreten sind. Wir konnten auch weitere namhafte Aussteller wie zum Beispiel Manutti, Viteo, Barlow Tyree und auch Solpure für Garden Unique begeistern. Dieser Bereich ist kuratiert in der Halle 2.2 und umfasst rund 10.000 Bruttoquadratmeter und wird auch dank des hochwertigen designorientierten Ambientes dem Anspruch der Markenanbieter gerecht. Die aktuellen Trends werden zudem mit den Produkten der Anbieter innerhalb der Garden Unique gesondert in Szene gesetzt. Und ein Grundgedanke des Konzepts ist es, den Kontakt auch zwischen den etablierten Top-Marken und den jungen Designern zu fördern. Und deshalb führen wir daher auch einen Wettbewerb für junge Nachwuchsdesigner und deren kreative Ideen fort. Die Garden Unique-Aussteller profitieren davon ganz besonders. Sie erhalten 6 Monate lang das exklusive Recht, Ideen aus diesem Contest zu erwerben und auch für sich umzusetzen. Das diesjährige Motto des Wettbewerbes lautet Dining Outdoors und ist damit wesentlich stärker produktfokussiert. Ich darf noch mal im Rückblick sagen, im letzten Jahr hatten wir unter dem Motto Garden Goes Balcony Balkone einer Wohnanlage im Kölner Rheinauhafen als Modell für die Gestaltungskonzepte. In diesem Jahr gibt es keine konkrete zu gestaltende Raum oder Anlass, sondern in diesem Jahr wollen wir wirklich Möbel und Objekte für das perfekte kulinarische Erlebnis im Grünen entworfen haben wollen, wenn man das mal so ausdrücken darf. Möglich wären in diesem Fall zum Beispiel komfortable zu transportierende Möbel, hochwertige Sonnenschirme für ein Picknick im Außenbereich, die Einrichtung eines Straßencafés bis hin zur Outdoor-Küche, Bestuhlung, Beschattung für die professionelle Bewirtung einer größeren Gesellschaft oder in einem exklusiven Hotel und Restaurant. Der gestalterischen Freiheit setzen wir diesmal keine Grenzen. Und wir sind, wer weiß, was sich für innovative Produkte dort noch zu sehen bekommen, von dessen Fantasie wir bisher noch überhaupt nicht dran gedacht haben. Wir lassen uns dort überraschen. Über die Einreichung stimmt sowohl die kreative Community auf der Plattform Jovoto.com ab, als auch eine Jury. Und diese konnte letztens durch prominente Neuzugänge nochmal qualitativ aufgewertet werden. Erstmals dabei in der Jury ist der namhafte französische Designer und Architekt Patrick Nadeau, des Weiteren Mark Sadler, renommierter Designer aus Mailand, sowie Markus Fairs, der Chefredakteur des internationalen Architektur- und Design-Online-Magazins Desen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Als Experten für die Outdoor-Gastronomie innerhalb der Jury konnten wir zudem Herbert Seckler, den Inhaber des in den Sylter Dünen gelegenen Szene-Restaurants Sansibar, gewinnen. Und zudem erneut gehören der Jury an Tobias Lutz, der Co-Founder und Managing Director von Architonic.com, sowie Ralf Ferdinand Bröckmann, Herausgeber und Chefredakteur der deutschen Architekturzeitschrift Bild. Die Preisverleihung
des Designwettbewerbes findet während der Unique Hour am Messemontag statt. Das ist ein Get-Together zum fachlichen Austausch in entspannter Atmosphäre. Und mit diesem Austausch wollen wir auch nochmal Formen des kreativen Matchmakers innerhalb von Garden Unique mit unterstützen und die Kommunikation zwischen Premium-Anbietern, dem gehobenen Möbelhandel, Architekten, Inneneinrichter, Bauherren und Einrichtern im Objektbereich sowie Designern noch stärker fördern. Meine Damen und Herren, ein weiterer starker Themenbereich ist der Boulevard of Ideas, der insbesondere in diesem Jahr unter dem Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt. Zuallererst haben wir uns für uns selber bei der Umsetzung dieser Gestaltungsräume zum Ziel gesetzt, dass wir selber im Mitblick auf Messebau, Kommunikation und Services die Umweltaspekte mal für uns selber eben eine Berücksichtigung finden. Aber für die Besucher, für die Zielgruppe wird dieses Thema natürlich auch inhaltlich aufgegriffen. Das Ziel ist, den Besuchern eine praxisnahe, anwenderorientierte Beispiele zu geben für das Marketing am Point of Sale. Denn, wie gesagt, auch für den Handel stellt sich die Frage, wie der Ladenbau nachhaltig gestaltet werden kann oder wie man Dekorationen mit natürlichen Materialien einfach und gleichzeitig ansprechend umgesetzt werden können. Und damit wollen wir Anregungen, Beratungen und praktische Tipps eben auf dem Boulevard of Ideas anbieten. Insgesamt wird es 7 unterschiedliche Flächen geben. 2 davon sind auf der Piazza. Im Außenbereich, alle Flächen bieten einen Mix aus Präsentation, Information und auch aktivem Erlebnis. Wir wollen den Besuchern etwa einen Einkaufsbummel durch einen Laden im Kleinformat mit modernen Tools anreichern, wie zum Beispiel Einkaufslisten auf dem Smartphone, intelligente Einkaufswagen, Displays mit Kaufempfehlungen oder auch digitale Wegeleitsysteme testen. Auch der Bereich Strand- und Wassersport findet auf dem Boulevard of Ideas Berücksichtigung. Da kommen wir mit der Konzeptvorstellung ein klein wenig später. Generell gilt, egal ob Facheinzelhandel oder Großflächenvermarkter, der Boulevard of Ideas hält Anregungen bereit, die konkret in allen Vertriebsformen des Handels umgesetzt werden können. Als Kommunikationszentrum der Spoga GAFA präsentiert sich in der Halle 9 der Pflanzenpark. In dessen Mitte zeigt der VDG Präsenz und schafft damit insbesondere für deutsche und internationale Gartencenter einen zentralen Anlaufpunkt. Daher findet in diesem Pflanzenpark am Sonntag auch der Gartencenter-Tag mit speziellen Informationen und Aktionen für diese Zielgruppe statt. Dieser Gartencenter-Tag bildet den Abschluss des internationalen Gartencenter-Kongresses, der vom 26. August bis 1. September in Bonn stattfindet. Alle Teilnehmer des Kongresses erhalten selbstverständlich eine Einladung, eine Eintrittskarte zur Spoga GAFA und gelangen über einen Shuttle direkt vom Kongresshotel zur Messe. Und wir freuen uns sehr über diese Kooperation und sind sicher, dass wir dadurch noch ein Stück weit mehr internationales Publikum gewinnen können. Darüber hinaus bietet der Pflanzenpark an allen Messetagen ein interaktives Programm und zahlreiche Informationen rund um das Thema Pflanze. Als Trendschau der Branche setzt die Spoga GAFA natürlich auch im Bereich Gartenmöbel die Innovationen der Aussteller entsprechend in Szene. Wir haben Schauspieler, die aktuellen Gartenmöbeltrends im Rahmen der sogenannten Furniture Acts präsentieren, höchst kreativ, unterhaltsam und kurzweilig, sodass richtig Appetit gemacht wird auf die nächste Gartensaison. Echtes Outdoor-Feeling vermittelt der Grillpark im Außenbereich zwischen den Hallen 5.1 und 6. Dort werden im Rahmen des BIAG-Trendforums und einer Produktschau die aktuellen Neuheiten gezeigt werden. Und selbstverständlich kommt auch das kulinarische Vergnügen dank eines Live-Grillens absolut nicht zu kurz. Ja, meine Damen und Herren, für den intensiven Austausch der Branche sind auch Veranstaltungen, die Branche oder die spezielle Branchengruppen zusammenbringen, äußerst wichtig. Und deswegen haben wir neben den bereits erwähnten Garden Center Tag und der Unique Hour innerhalb von Garden Uniques haben wir noch ein abendliches Highlight gesetzt, nämlich die 6 o'clock Party am Sonntagabend.
Wie der Name vermuten lässt, beginnt die große Branchenparty am ersten Messetag dann wieder eine Stunde früher. Das ist schlicht und ergreifend den geänderten Öffnungszeiten der Sburger GAFA geschuldet. Wir haben im vorletzten Jahr von 10 bis 19 Uhr aufgehabt, aber auf großen Wunsch der Branche kehren wir wieder zu den ursprünglichen Öffnungszeiten zurück. Somit ist die Messe am Sonntag und am Montag von 9 bis 18 Uhr geöffnet und dann am Dienstag von 9 bis 17 Uhr. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe damit Ihre Neugier auf die Sburger GAFA geweckt. Meine persönliche ist auf jeden Fall schon da. Ich habe die Messe ja bisher nur als außenstehender Besucher sehen können. Und ich hoffe, es wird sich auch in diesem Jahr wieder für Sie und Ihre Leser lohnen, die Messe zu besuchen. Es ist unsere Intention, diese Messe als die weltweit führende Business- und Informations- und Kommunikationsplattform der internationalen Garten- und Freizeitbranche aufzubauen und weiter auszubauen. Und ich freue mich daher, Sie und möglichst viele Fachleute aus Ihren Heimatländern Anfang September dann in Köln wieder begrüßen zu dürfen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Hammernach. Mit diesem Ausblick auf die Sburger GAFA wollen wir jetzt den Blick auf die Branche richten und deswegen darf ich Sie, Frau Derin-Holzapfel, bitten, wie Ihre Einschätzung dazu ist. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren der nationalen und internationalen Fachpresse, sehr geehrte Vertreter der Verbände, Frau Hammer, sehr geehrte Kölnmesse. Es ist uns auch dieses Jahr eine große Freude, hier im Rahmen dieser doch sehr kompetenten Fachpresse mit Ihnen in den Dialog zu treten und auch wieder unsere Einschätzung der Branche abgeben zu dürfen. Und damit möchte ich auch gleich beginnen. Deutsche Unternehmen setzen auf Qualität und Nachhaltigkeit. Und als kleine Ergänzung, ich glaube, Sie haben nicht nur bewiesen, die Designer auf Ihre Messe zu bekommen, sondern mit diesem Ambiente hier heute in diesem Designhotel uns auch einen wunderbaren Vorgeschmack für diese Messe gemacht. Der Bundesverband der deutschen Sportartikelindustrie, BSI, und seine Mitgliedsunternehmen aus dem Bereich Freizeit, Garten und Wassersport gehen optimistisch gestimmt auch in diese Saison der Sburger GAFA 2012. Die Zuversicht basiert auf einem sehr guten Start des Handels in die laufende Verkaufssaison, aber noch viel wichtiger ist die gesunde Basis der sehr konkurrenzfähigen Unternehmen des BSI, deren Ausrichtung auf hohe Qualität, Innovation sowie umweltverträgliche Produkte und Produktionsprozesse vom Markt zum Glück spürbar honoriert werden. Die im BSI organisierten Firmen blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 zurück. Obwohl die Wetterbedingungen für viele der saisonabhängigen Produkte nach einem Traumstart im Frühjahr teilweise leider katastrophal geendet haben. Die deutlich gestiegene Binnennachfrage und Sortimentsverschiebungen hin zu Produkten, die nicht nur draußen, sondern auch im Haus und im Wintergarten angewendet werden können, glichen zum Glück Einbußen im verregneten Outdoor-Sommer 2011 teilweise mehr als aus. Viele Unternehmen berichten von einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich. Auch der Barbecue Industry Association Grill, BIAG e.V., blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2011 zurück. Denn Outdoor Living als Trend und die Grillkultur beeinflussen sich gegenseitig sehr positiv. Die Verbraucher wollen draußen Spaß haben und sind bereit, für ein qualitativ hochwertiges und individuelle Ausrüstung mehr Geld auszugeben. Entsprechend wurde die vom BIAG für das Jahr 2011 prognostizierten Umsatzzahlen erheblich übertroffen. Das bestätigt auch der gerade veröffentlichte IVH-Branchenfokus Grillen 2012. Für Grillgeräte, Brennstoffe, Grillzubehör sind in Deutschland annähernd 1,1 Milliarden Euro ausgegeben worden. Zwei Drittel der Umsätze entfallen dabei auf Grillgeräte. Der Grillholzkohlemarkt, einschließlich Grillholzkohle Briketts, ist inzwischen auf rund 1 Million Tonnen in Europa angewachsen. Aber es gibt auch eine negative oder eine Herausforderung. Kommen wir zu dem Kostendruck, mit denen sich die Freizeitbranche leider konfrontiert sieht und auch sah. Bei vielen Herstellern stiegen die Gewinne nicht im gleichen Maße wie die Umsätze. Nachdem das verregnete vergangene Jahr von den kräftigen Preisanstiegen auf den Beschaffungsmärkten in Fernost
sowie höheren Aufwendungen für Transporten und Energie stark gekennzeichnet war, gelang es den Unternehmen, dies nur teilweise und die Mehrkosten, die auf sie zukamen, an die Kunden weiterzugeben. Daher waren auch die Konsumenten lediglich bei einzelnen Produktgruppen mit moderaten Preiserhöhungen konfrontiert. Der schwächere Euro jedoch drückte angesichts der im Dollar getätigten Geschäfte der Rohstoffmärkte und Erdölmärkte sowie den fernöstlichen Produktionsländern zusätzlich auf die Marge. Nachdem es Anfang 2012 kurzzeitig angefangen hatte, sich ein wenig zu entspannen auf den Rohstoffmärkten, zieht diese nun wieder beunruhigend an. Die Preise haben seit März erneut spürbar angezogen, sodass die Treibstoff- und Energiekosten derzeit nur eine Richtung kennen. Und das spüren wir jeder täglich, sowohl beim Tanken als auch, wenn wir unsere Heizölrechnung bezahlen. Daher müssen der Handel und auch die Industrie leider und auch die Konsumenten für 2013 mit höheren Preisen rechnen. Eine positive Nachricht jedoch ist die Liefersituation aus Fernost, denn diese hat sich zum Glück wieder leicht verbessert. Die Produktionsländer in Fernost haben, nachdem sie in der Folge der Finanzkrise in vielen Fällen deutliche Lieferverzögerungen oder gar Produktionsausfälle zu verzeichnen waren, hat sich diese Situation seit März 2011 doch ein wenig, beziehungsweise seit Mitte 2011 ein wenig beruhigt, sodass die bestellten Waren weitgehend wieder pünktlich und vor allen Dingen vollständig ausgeliefert werden können. Die Mitgliedsunternehmen im BSI haben sich auf diese Situation zusätzlich eingestellt und haben damit noch eine mehrmonatige Vorlaufzeit in ihre Abläufe zusätzlich integriert. Es gibt daneben verstärkte Überlegungen der Industrie, Produktionen wieder nach Europa zu holen. Angesichts unter anderem auch der enorm gestiegenen Lohnkosten in Fernost, aber auch der gestiegenen Frachtkosten. Zurzeit investieren viele Firmen somit in zunehmende Automatisation sowohl ihrer fernöstlichen Produktionsstätten als auch der europäischen Produktionsstätten. Weitere Investitionen gehen in Energieeinsparungen sowie in saubere Energie. Der BSI merkt des Weiteren, dass wir ein wesentlich höheres Kundenbewusstsein für Umwelt verzeichnen können. Die im BSI organisierten Unternehmen der Sport- und Freizeitindustrie setzen schon immer auf Qualitätsprodukte und diese Ausrichtung zahlt sich für die Unternehmen derzeit immer stärker aus. Darüber hinaus zeigt sich, dass der Handel und der Konsument immer wichtiger wird, zu erfahren, woher kommt die Ware und wie sind die Bedingungen der Produktion. Wie werden sie produziert? Das Umweltbewusstsein und das Interesse an Sozialstandards nehmen damit merklich zu. Die Menschen sind immer öfter bereit, auch dafür mehr Geld zu investieren. Die Mitglieder im BSI freuen sich über diese Entwicklung. Zwar ist die entsprechende Zertifizierung der Produkte für Labels, die Umweltfreundlichkeit der Waren und die Produktion unter sozialverträglichen Bedingungen bestätigen, aufwendig und sehr teuer. Doch einerseits fordert und honoriert der Kunde dies und andererseits erschwert diese Zertifizierung Billiganbietern den Markteintritt. Denn sie tun sich zunehmend schwer, ihre oft unter fragwürdigen Bedingungen produzierten Waren an den Mann zu bringen und gegen die Qualitätsprodukte der Markenanbieter somit anzukommen. Insbesondere die Kunden im deutschen Markt kaufen qualitätsbewusster ein. Hersteller, die auf Produkte Made in Germany oder Made in Europe zurückgreifen können oder über Artikel verfügen, die mit Umwelt- oder Sozialstandard-Labels ausgezeichnet sind, spüren diese Entwicklung überdurchschnittlich und wachsen auch überdurchschnittlich. Aber auch in unserem Verband, und das ist das Schöne, unterstützen sich die Mitgliedsunternehmen gegenseitig. Und hier ist es insbesondere in Frage des Umweltschutzes und der Einhaltung von Sozialstandards, dass die BSI-Unternehmen eine führende Rolle einnehmen. Hier kommen die Zusammenarbeit und der Austausch der Firmen innerhalb des Verbandes zum Tragen. Dabei geht es nicht nur um den Austausch und den direkten harten Wettbewerb, sondern insbesondere um allgemeine Grundlagen in Fragen der Umweltverträglichkeit, der Social Responsibilities und der Zertifizierung
und bei denen allen an einem Strang ziehen und sich gegenseitig somit unterstützen können. Das derzeit in der Politik sehr heiß diskutierte Thema des demografischen Wandels mit Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt spielt in den BSI-Unternehmen eher eine untergeordnete Rolle, da Arbeitsplätze in der deutschen Sportartikelindustrie nach wie vor heiß begehrt sind und auch attraktiv für Jobsuchende. Aber gerade auch für Frauen bieten sich gute Chancen auf echte Führungspositionen. Nach der guten Vororder, und damit kommen wir nun auch zur Geschäftserwartung und dem Blick in die Zukunft, nach den doch guten Vorordern für das laufende Jahr und dem positiven Start in die laufende Saison, ohne nennenswerte oder massive Altbestände des Handels, gehen die BSI-Unternehmen und seine Mitgliedsunternehmen mit hohen Erwartungen zur Spoga GAFA 2012 und in die Orderrunde 2013. Die Vorzeichen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2012 sind somit gut. Und im Jahr 2013 rechnet die Garten-, Freizeit- und Wassersportindustrie mit einem weiteren Wachstum, wobei ein schönes Wetter nach wie vor die beste Konjunkturspritze ist. Abschließend noch einige aktuelle Zahlen aus den Konjunkturauswertungen des BSI nach dem ersten Quartal 2012. Danach schätzen 58% der Unternehmen ihre Geschäftslage als sehr gut oder gut. 42% sind mit ihrer Situation zufrieden. Die Geschäftserwartung für das zweite und dritte Quartal stufen 16% als noch einmal günstiger ein. Und 76% rechnen damit, dass die Geschäftsentwicklung anhält. Und nur 8% gehen davon aus, dass die Geschäfte schlechter als im ersten Quartal laufen werden. Nachdem im vergangenen Jahr 21% der BSI-Unternehmen ihre Mitarbeiterzahl erhöht haben, planen für 2012 bislang 13% der BSI-Mitglieder ihre Belegschaft weiterhin aufzustocken und neue Mitarbeiter einzustellen. Also auch hier zeigt sich der BSI und die Sportartikelindustrie als Motor Mittelstand, der auch sich für dieses Jahr wieder Einstellungen vornimmt und Wachstum. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine erfolgreiche, interessante Spoga GAFA 2012. Ja, vielen Dank, Frau Dering-Holzapfel. Nachdem wir gehört haben, dass der BSI und der BIA, kann man wohl auch sagen, durchaus positiv gestimmt in die Zukunft gucken, frage ich nun Herr Riehl, Sie, ob Sie diese Einschätzung denn teilen können. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie recht herzlich im Namen des Fachbeirates der GAFA und als Vertreter der IVG, Industrievereinigung Garten, recht herzlich begrüßen. Ihre Frage, Frau Schmidt, ich kann das bestätigen, wir blicken auch positiv in die Zukunft. So, die Mitglieder des Industrieverbandes Garten freuen sich natürlich auf die Spoga und GAFA 2012 und sind davon überzeugt, dass sich die positive Entwicklung im Gartenmarkt und damit auch für die Spoga GAFA auch in diesem und in den folgenden Jahren fortsetzen wird. Der Trend ist ungebrochen, dass der Verbraucher das Thema Garten mehr und mehr entdeckt und für sich in den Fokus stellt. Der Garten übernimmt in der Zwischenzeit eine tragende Rolle als Erholungs- und Rückzugsort in unserer doch so schnelllebigen Zeit des Alltages. Der Garten bietet Erholung und zusätzlich die Möglichkeit, kreative Potenziale auszuleben, der Natur sich zu nähern, Nachhaltigkeit zu erfahren, wie zum Beispiel eigenes Gemüse anzubauen, sowie ein mediterranes Lebensgefühl zu verwirklichen. Insbesondere von diesen Trends profitieren natürlich die Sortimente Gartenmöbel, Kochen und Grillen im Garten, Lifestyle-Produkte und insbesondere der Bereich lebendes Grün. Von dieser Entwicklung bzw. dem Freizeitverhalten des Verbrauchers. Das Jahr 2011 war für die gesamte Branche außergewöhnlich gut gestartet, wie Frau Holzapfel darin schon sagte. Bereits sehr früh überraschte uns der Frühling mit sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein über 9 Wochen hinweg. Zunächst fantastische Ausgangsbedingungen für den Gartenmarkt. In den Monaten März und April wurden hervorragende Zahlen in fast allen Branchenbereichen erzielt. Der Mai mit seiner großen Trockenheit und die darauffolgenden Monate mit ihren erheblichen Niederschlägen
beeinflussten jedoch erheblich die Gelegenheit zur Gartenarbeit. So schmolzen die im Frühjahr aufgebauten Umsätze teilweise dahin. Nichtsdestotrotz konnte man das Jahr 2011 als hochzufriedenstellend für alle 5 Abteilungen des IVG verbuchen. Aus den 5 Fachabteilungen des IVG äußerten sich Mitglieder mehrheitlich positiv zum Gartenjahr 2011. Für 2012 erwarten nach Umfrage 69% aller IVG-Mitglieder eine weitere Aufwärtsentwicklung für den Markt. Auch der Handel berichtet von positiven Zahlen. Beispielsweise die inhabergeführten Gartencenter berichten von Umsatzzuwächsen in der Größenordnung von 1,7%. Demgegenüber schnitt der Flächenmarkt mit einem Plus von 1% ab. Der IFH, Institut für Handelsforschung, vermeldet gar 3,8% Zuwachs. Die filialisierten Baumärkte haben als Konsequenz aus der positiven Entwicklung bereits signalisiert, dass sie auch den Bereich Garten, der übrigens mit 23% das größte zusammenhängende Sortiment in dieser Vertriebssparte darstellt, in diesem Jahr weiterentwickeln zu wollen. Die Gartencenter stellen das lebende Grün in den Mittelpunkt ihres Sortimentes. Den positiven Trend unterstützt die IVG mit verschiedenen Maßnahmen. Der IVG betreibt Trendforschungen, erarbeitet Marktzahlen, um diesen Markt für seine Mitglieder weiter positiv zu entwickeln. So wird es in diesem Jahr ein IVG-Jahrbuch zum Thema Nutzgarten geben, das sich unter anderem mit dem Thema Kochen, kulinarisches Bewusstsein widmet. So, nun noch ein kurzes Fazit zum laufenden Geschäftsjahr 2012. Das Jahr 2012 entspricht dem Witterungsverlauf. Auch der April, der hier landläufig als schlecht, auch was die Zahlen betrifft, tituliert wird, entspricht dem eigentlichen jahreszeitlichen Witterungsverlauf. Für viele Unternehmen bedeutet dies einen erheblichen Umsatzeinbruch im Vergleich zu dem hervorragenden frühen Verlauf mit dem aus meiner Sicht unnatürlichen Witterungsverlauf in 2011. Wir stehen jedoch mitten in der Saison und haben noch wesentliche Kaufimpulse vor uns, wie beispielsweise derzeit die Beet- und Balkonzeit. Das Thema Bewässern und Grillen steht an. Und natürlich Veranstaltungen, wie beispielsweise die Fußball-Europameisterschaft, die sicherlich auch auf unsere Branche positive Auswirkungen haben wird. Wir sind also noch froh der Hoffnung, den Start des Geschäftsjahres oder Frühjahres noch zu retten. Eine Forsa-Umfrage belegt den positiven Trend für den Garten. Nach dieser Umfrage wollen 53% aller Verbraucher insbesondere ihren Garten verschönern. Das BHT, Freizeitforschungsinstitut, ermittelte, dass die Anzahl der Menschen, die Gärtnern als wichtige Freizeitbeschäftigung nennen, in den letzten Jahren um 12% gestiegen ist. Eine nennenswerte Zahl. Ein weiteres Indiz ist, dass mehr als die Hälfte aller Schrebergärten, die vor einiger Zeit als spießig und altmodisch abgetan wurden, nun an junge Familien verpachtet werden. Die Wartelisten, einen solchen Schrebergarten zu erhalten, sind in verschiedenen Regionen erheblich. Auch der Bundesverband Garten- und Landschaftsbau informiert, dass mehr als die Hälfte seiner Aufträge im privaten Sektor generiert werden. Der eigene Garten ist also ein Prestigeobjekt geworden und steigert den Wert der Immobilie. Selbstgezogenes Gemüse wird heute, wenn man sich Gäste einlädt, bewundert. Eine besondere Bedeutung, dem Garten-Lifestyle neue Impulse zu geben, kommt die internationale Plattform Spoga und GAFA zu. Der gelungene Wechsel zum jährlichen Turnus der GAFA kommt dem zugute. Der IVG und seine Mitglieder sind davon überzeugt, dass nur Messen es ermöglichen, Produkte, aber auch Märkte und Trends frühzeitig erleb- und begreifbar zu machen. Eine Messe wie die GAFA ist Ansporn für Industrie und Handel, neue Sortimente, Sortimentsergänzungen für den Verbraucher und dessen Hobby zu entwickeln. Wir, der Vorstand und alle Mitglieder sowie die Geschäftsleitung des Industrieverbandes Garten freuen uns, Sie auf der GAFA 2012 im September zu dem Get Together unserer Branche zu treffen. Wir, Deutschland, sind ein erheblicher Teil des europäischen Marktes
Und dem Rechnung tragend haben wir den Experten Professor Dr. Wolfgang Gerke, Wirtschaftswissenschaftler, gewinnen können, der zum Thema Deutschland und seine Chancen für die Zukunft referieren wird. Wir laden Sie hierzu herzlich ein. Die Chancen für den Garten stehen gut und deshalb erlaube ich mir, Ihnen und uns allen ein fabelhaftes Gartenjahr zu wünschen und freue mich, Sie im September sehen zu dürfen und auf unserem Messeplattform zu begrüßen zu dürfen. Danke.